Aber ja, eigentlich bin ich dann fürs Erste hier fertig. Ich muss die Steine weihen lassen. Von unserem Tempuspriester im Lager. Ich kann wegen Ski zurückgehen. Ich kann die ersten beiden Sachen abgeben. Ihr braucht nur zu fragen. Do you actually care about anything we're trying to accomplish here? I care about what I'm trying to accomplish. I care about the vengeance I will wreak on those who dared imprison me. For Waterdeep. Okay. But not about stopping the crusade? Or the damage they could do, have done, to the Sword Coast? Your woefully narrow perspective does you no credit, Captain. If, say, Grand Duke Eltan led the crusade, rather than Kalar, would you be so offended by the damage it's caused then? I think not. Rationalize your selfishness and greed however you want, Half-Orc. In this instance, my cause is just. I fight for a higher ideal. You fight for money, Captain. That's what mercenaries do. Before you accuse me of rationalizing my actions, you would do well to examine your own. Okay, das war mein erstes Gespräch. Aber Dorn kann auch sehr tiefsinnig sein. Also, Corvin fragt Dorn, interessiert es euch eigentlich, was wir hier zu erreichen versuchen, und Dorn darauf: Es interessiert mich, was ich zu erreichen versuche. Mich interessiert die Rache an jenen, die Rache, die ich an jenen üben werde, die es gewagt haben, mich einzusperren. Corvin darauf: Aber den Kreuzzug aufzuhalten, das interessiert euch nicht. Oder der Schaden, den sie an der Schwertküste anrichten könnten oder dort bereits angerichtet haben. Und Dorn darauf: Euer fürchterlich engstirnige Gesichtweise macht euch keine Ehre, Hauptmann. Wenn zum Beispiel Herzog Eltan und ich Kehler den Kreuzzug anführen würde, wärt ihr dann auch so erzürnt über den Schaden, den er angerichtet hat? Ich denke nicht. Versucht euch weiterhin Gründe für euren Egoismus und eure Gier zu finden, Halborg. In diesem Fall ist meine Sache gerecht. Ich kämpfe für ein höheres Ideal. Dorn, ihr kämpft für Geld, Hauptmann. Das tun Söldner nun mal. Bevor ihr mich beschuldigt, ungerechtfertigte Gründe für meine Taten zu suchen, würdet ihr gut daran tun, eure eigenen unter die Lupe zu nehmen. Mhm. So. Es war mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ihr schon wieder. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr zurückkommen würdet, um mich weiter zu belästigen. Ich habe getan, was das Beste für das Lager war. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich habe nichts gegen euch. Unsere Angelegenheiten waren nicht persönlicher Natur. Um ehrlich zu sein, hat die Gilde die Gewinne gedrückt. Ich bin froh, dass wir das hinter uns lassen können. Wollt ihr etwas kaufen? Lasst sehen, was ihr habt. Nee. Gehe ich zu der Grotte zurück, von der ich stamme. Seid gegrüßt, mein Herr. Sucht ihr eine Waffe oder vielleicht einen Trank? Ich habe etwas, das ich für euch finden sollte. Ihr enttäuscht nicht. Was habt ihr? Ich habe die Schlachtstandarte gefunden. Ah, ausgezeichnet. Das ist genau, was ich wollte. Wie versprochen, eine feine Belohnung. Ah, 250 Gold. Noch irgendwas? Ich habe das heilige Symbol gefunden. Ah, ausgezeichnet. Das ist genau, was wollte ich. Wie versprochen, eine feine Belohnung. Noch irgendwas für mich? Im Augenblick nicht. Ihr schlagt euch gut. Weiter so. Der Untergrund sieht dort hinten sicherer aus. Und ein paar Edelsteine zu finden ist mir immer willkommen. Erneut Grüße, Reisende. Braucht ihr etwas? Ich habe euer Koronier zurückgebracht. Ich bin fertig damit. Danke, guten Kampf, Freund. So, erstmal das.
Erneut Grüße, Reisender. Braucht ihr etwas? Ich muss euch etwas fragen. Welche Teil des zerbrochenen heiligen Symbol von Tempus hätte? Könntet ihr sie dann segnen, bevor ich es repariere? Ich könnte ja. Wo ist dieses Symbol? Ich würde es mir gerne ansehen. Es ist leider im Kreuzritterlager. Ich habe mich dort als Rekrut ausgegeben. Das wäre eine schlechte Idee, denn die Kreuzritter haben es. Es ist gerade außerhalb unserer Reichweite. Nehmen wir die eins. Tempus ist ein Gott des Mutes und des Kampfes. Es geht ihm nicht um philosophische Unterschiede, sondern nur um Macht. Es ist keine Überraschung, dass die Kreuzritter sich an ihn wenden. Das ergibt Sinn. Ich habe die Stücke hier. Wartet einen Moment, während ich Feindhammers Herrlichkeit herabrufe. Bitte, die Stücke wurden geheiligt und das Symbol ist wiederhergestellt. Ich danke euch für das, was ihr für den Fürst der Schlacht getan habt. So. Ist die Frage, wo finde ich jetzt Ski? Ah, ich soll zu Marshal Nederlock, der ist ja hier. Good to see you. Bueno, schön euch zu sehen. Ski wurde gefunden und sicher in das Lager zurückgebracht, Marshal Nederlock. Der Götter sei Dank. I don't know what Duke Silvershield would have done if anything happened to his daughter. I appreciate your taking care of this. Here's a small reward for your efforts. Den Göttern sei Dank, ich weiß nicht, was Herzog Silvershield getan hätte, wenn seine Tochter was passiert wäre. Ich weiß es jetzt zu schätzen, dass ihr euch darum gekümmert habt, Benno. Hier ist eine kleine Belohnung für euren Aufwand. Ihr habt Skier angewiesen, sich einigen der anderen Soldaten beim Fünf von Sandsäcken anzuschließen. Damit wird sie tagelang beschäftigt sein. Das sollte sie für eine Weile von Ärger fernhalten. Ich schulde euch meinen Dank. Ski ist erstmal in Sicherheit. Okay. Ja. Ich überlege gerade. Es ist ein bisschen. Ärgerlich, dass ich nicht nochmal nachsehen kann. Oh ja, Khalid den Aquamarin bringen. Oh, das sehe ich gerade. Da stand es sogar, dass Khalid den Aquamarin wollte. Döner hier und Minz. Geht eine Menge Leute. Khalid. Did you have any luck finding that gem for me? Hattet ihr Glück bei der Suche nach dem Edelstein für mich? Ja, hier. Wunderbar. Könnte ich ihn haben? Ja, bitteschön. Thank you. I'll finish the necklace and present it to Jahira right away. Abtag, ich werde die Kette fertigstellen und Jahira sofort zeigen. Ja, Kali findet Jahiras Halskette. Yes? What do you need from me? Ich brauche im Moment nichts. Okay. Okay, ich habe dadurch jetzt nichts gekriegt. Auch gut. Jetzt gib mir mal kurz einen Moment. Werde ich kurz nachgucken, was die anderen drei Gegenstände nochmal waren, die wir für unsere Hehlerin besorgen sollten.
Okay, ist das die Küste? Nein. Ah, hier. Okay, wir brauchen Dreh- und Siegelring noch. Wir brauchen die Kampfstandarte haben wir, das heilige Symbol H, also Tristans heiliges Symbol. Und wir brauchen ein Token of Faith. Also ein Symbol des Glaubens. Und wir brauchen eine Karte, okay. Okay. Also das Symbol des Glaubens, das tragen scheinbar alle Kreuzritter. Wie ihr wünscht. So, Viconia. Viconia? Vicky? Can I call you Vicky? Even you cannot be so fool as to ask this in earnest. Is this some ill-advised attempt at humor? Viconia, then. Fine. In that case, you must call me Neera. I have called you nothing else. Haven't you ever wanted to, though? Maybe Nears? Definitely not. Peanut, doll, Pinky? Your antics do not amuse me, girl. Be gone. Neera ist echt so eine Freuden... zum Freudencharakter. Also, Viconia, Vicky, darf ich euch Vicky nennen? Selbst ihr könntet nicht töricht genug sein, um das ernsthaft zu fragen. Versucht ihr etwa, einen Scherz zu machen? Dann eben Viconia. Na schön, dann müsst ihr mich Neera nennen. Ich habe euch nie anders genannt, aber das wollt ihr doch sicher mal... nicht? Vielleicht Niers? Bestimmt nicht. Nüsschen, Püppchen, Pink? Okay. Eure Mädchen interessieren mich nicht. Mädchen, verschwindet. Ja, Viconia. Okay, ich sehe schon, da ist die Karte. Denke ich mal. Also ich sehe hier eine Karte und ich kann mit diesem Tisch interagieren. Sweet, whatever you like. Zum Glück ist es dunkel. Okay, da nehmen wir einen... Unsichtbarkeitstrank. Halt. Kommentierte Karte. Mhm. Diese Karte der Schwertküsse ist eher unscheinbar. Eine solche Karte könnte man auch bei einem beliebigen Kartografen in Tiefwasser kaufen. Eines zeichnet sie jedoch aus. Mit ruhiger Hand wurden darauf die Bewegung des Kreuzzugs eingezeichnet. Für die filigrane Handschrift wurden die Schauplätze entscheidender Schlachten von Kelas Schergen vermerkt. Ja, wie ihr wünscht. Wie gut ist denn mein eigener Taschendiebstahl? 25. Do you seek to see me imprisoned or killed? Keep our profiles more discreet, then. Wolltet ihr, dass ich im Gefängnis lande oder getötet werde? Nicht, ich fand euch bitte unauffälliger. Naja gut, Viconia, du hast nichts geklaut. So, jetzt ihn hier. You need something. Ich spreche nicht mit Rekruten. Ich habe hier eine Reihe von Berichten, die euer persönliches Siegel erfordern, Sir. Ich habe keine Zeit hierfür. Eine Reihe von Berichten, sagt ihr? Stapelweise, Sir. Wenn ihr wollt, könnte ich mir euren Siegelring ausleihen und sie alle für euch mit dem Siegel versehen. Ich weiß, dass ihr ein vielbeschäftigter Mann seid. Warum leiht ihr mir nicht euren Ring und ich versehe sie für euch mit dem Siegel?
Ja gut, hier ist er. Ich brauche alles bis zum Ende des Tages zurück. Ihr habt mein Wort. Wegtreten. Okay, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir die beiden Teile in die Tafel setzen.